So, Punkt 16 Uhr. Hallo und herzlich willkommen nochmal an alle Teilnehmer. Vielen Dank für die vielen Anmeldungen. Ich denke, ist ein gutes Zeichen, Alex, dass wir da auf einem guten Weg sind und ein interessantes Thema haben. Heute Thema in der Akademie Kompakt ist höhere Modellqualität mit weniger Aufwand, Fragezeichen. Und das Ganze macht unser Modellprüfungstool für Autodesk Revit möglich. Und das wollen wir uns heute eben einfach mal anschauen. Ganz kurz. Wer sind wir? Mein Kollege der Alex Schleicher, unser Senior BIM Consultant im Bereich Architektur, wird uns das Ganze gleich anhand von ein paar Folien erstmal und dann natürlich auch live im Programm mal zeigen, was das Modellprüfungstool kann und für was es überhaupt da ist. Mein Name ist Pascal Hartmann, ich bin hier in Wesseling bei der Mensch-Maschine im Vertrieb. Ja, Fahrplan für die kommenden 30 Minuten. An wen richtet sich das Webinar? Nutzen kann das Modellprüfungstool eigentlich jeder, der mit Revit arbeitet und während dem Modellieren vielleicht schon live oder auch danach dann sein Modell auf gewisse ja, Fehler oder Bedingungen prüfen möchte. Und das Ganze wird jetzt in den nächsten 30 Minuten mein Kollege eben der Alex Schleicher uns zeigen, wird uns zeigen, wie das Tool funktioniert, wie man es live prüfen kann, wie man es nachträglich prüfen kann und auch wie man sich selbst dann Regeln anlegen kann und wie man auch vordefinierte Regeln dann entsprechend benutzen kann. Dann würde ich sagen, Alex, mach mal gar nicht lang rum. Ich übergebe den Bildschirm direkt mal an dich. Genau. Und dann freue ich mich auf deine Präsentation. Und wenn Fragen sind, gerne in den Fragenbereich eintragen und ich werde das dann einfach, Alex, wenn es für dich recht ist, so nebenbei einlaufen lassen, wenn es gerade passt. Genau, so können wir es machen. Gut, siehst du meinen Bildschirm, meine PowerPoint? Okay, super. Ja, dann vielen Dank für die Einleitung. Dann darf ich starten und Ihnen unser Tool, die MUM-Modellprüfung, vorstellen. Na, klick. Ja, genau. Herzlich willkommen von mir nochmal. Ja, hier sehen Sie, ich habe mich verschrieben. Ich denke, Sie kennen diese rot unterringelten Wörter alle sehr gut aus dem Word oder insgesamt aus den Office-Produkten. Was machen Sie, wenn Sie sich verschrieben haben und Sie sehen das so? Sie klicken rechte Maustaste drauf und dann wird Ihnen hier so ein Vorschlag gegeben, Word korrigiert, also während Sie schreiben, Ihr Modell, Ihr Dokument eben sofort auf Rechtschreibfehler und natürlich oder meistens behebt man diesen natürlich direkt oder wenn man seinen Absatz fertig geschrieben hat, behebt man das Ganze. Und hier haben wir uns gedacht, sowas im Revit wäre doch auch super, wenn unsere Bauteile rot unterringelt wären, in Anführungsstrichen. Und genau sowas haben wir eben hier gebaut, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Genau, wir haben also einen Assistenten während des Erstellens, wie schon gesagt, wie man es aus den Office-Produkten von Microsoft kennt, wo wir eben so eine Autokorrektur mit dabei haben. Und ja, wir beheben also im Word den Fehler direkt an der Quelle, nachdem wir ihn behoben haben. Sie gehen ja nicht erst ins PDF rein und lassen da dann ein Prüfprogramm drüber laufen, um das Ganze dann auf Fehler zu untersuchen. Und wenn Sie dann Fehler gefunden haben, gehen Sie wieder ins Word und bearbeiten das, sondern Sie machen das dort direkt. Und genauso wollen wir das eben auch im Revit machen. Wir wollen also nicht erst warten, bis wir im Navisworks oder im DSite oder in irgendwelchen anderen Koordinationstools Fehler finden, sondern wir wollen die gleich direkt beheben. Ja, warum machen wir das? Wir wollen eben eine höhere Modellqualität erreichen. Ohne gute Modellqualität haben wir keine guten BIM-Modelle oder haben wir insgesamt kein BIM. Ja, wir möchten einfach die AIAs, die Auftraggeberinformationsanforderungen einhalten. Wir wollen die Arbeitsqualität verbessern, einen effizienteren Planungsprozess haben und insgesamt letzten Endes einfach ein hochwertiges, gutes Bauwerk oder Modell gewährleisten. Aber während der Modellerstellung sind Fehler eben unvermeidbar. Das passiert jedem. Und deshalb haben wir eben hier dieses Tool entwickelt. Ja, ich möchte Ihnen einmal den klassischen BIM-Bearbeitungszyklus hier mal darstellen. Ich mache das gleich mal hier aufs Gesamte. Und in der Regel, ja, erstellen die Konstrukteure die Fachmodelle in ihrer nativen Software, wie hier jetzt bei uns eben im Revit. Und die sollten wir idealerweise sofort oder während wir eben das Modell erstellen, sollten wir die eben prüfen.
Wenn wir dann unsere Modelle so weit haben, dass wir sie austauschen können, dann schreiben wir eben, ja, geben wir eine Revit-Datei raus oder eben vielleicht eine IFC-Datei in so einem OpenBIM-Prozess. Und dann könnte ich die hier nochmal überprüfen oder ein Koordinator überprüft die hier vielleicht. Und dann gibt es nochmal die Gesamtkoordination, wo dann der ja, Gesamtkoordinator, Koordinator, wie man ihn nennen möchte, dann zum Beispiel im D-Site oder im Navisworks alle Modelle zusammenlegt, dort auf Clashes überprüft, aber auch überprüft, sind gewisse Eigenschaften eingehalten, hat das Modell eine entsprechende Qualität. Und wenn Fehler gefunden werden, ja, dann werden die hier zurückgeschickt an die Konstrukteure auf irgendeine Art und Weise, zum Beispiel BCF. Und dann müssen die vom Konstrukteur wieder gesucht und behoben werden. Und dann geht es wieder von vorne los. Und hier kommt halt immer einfach ein großer Batzen, sage ich mal, ein Batzen an Fehlern eben zurück an die Modellersteller, die dann eben diese Fehler wieder beheben müssen. Und wir wollen eben mit unserem Tool hier schon direkt eingreifen und hier unsere Fehler direkt vom Konstrukteur im Revit beheben lassen, damit wir hier eben nicht mehr so eine Riesenwelle zurückbekommen, sondern nur noch Fehler, die, was vielleicht Kollisionen sind oder Sachen, die eben unser Tool dann nicht gefunden hat oder nicht dargestellt hat. Genau, ja, was ist dieses Tool oder was haben wir jetzt dort für Funktionen eingebaut? Hier mal so ein paar Punkte, die ich Ihnen gerne erklären möchte. Wir haben also einen nativen Model Checker für Revit 2021. Also nativ heißt, dass das direkt im Revit passiert und wir nicht uns aus dem Revit rausbewegen müssen, also keine Schnittstelle haben. Wir können in der Modellprüfung Rollen definieren. Da können wir dann festlegen, wer darf solche Regeln nur überprüfen, wer darf diese Regeln erstellen. Da können wir also verschiedene Rollen festlegen. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, die Regeln automatisch prüfen zu lassen. Also während wir arbeiten, wird live im Hintergrund das Ganze überprüft. Wir können aber auch sagen, nee, ich möchte es nicht oder ich möchte nur manche Regeln automatisch überprüfen und manche möchte ich vielleicht manuell prüfen, wo ich aufs Knöpfchen drücke und erst dann wird das Ganze geprüft. Hier gleich möchte ich die Frage vorwegnehmen. Modell Performance wird hier eigentlich nicht vom Revit eingeschränkt, denn wir berechnen das Ganze oder unser Tool überprüft das Ganze nur dann, wenn Revit in sogenannten Leerlaufphasen ist. Also wenn ich jetzt im Revit gerade eine 3D-Ansicht mit Schatten habe, dort irgendwie mich bewege oder Revit halt einfach gerade selbst viel Rechenpower braucht, dann wartet unser Tool. Und erst dann, wenn Revit wieder Zeit hat, sage ich mal, und sich langweilt, in Anführungsstrichen, nur nichts zu tun hat, dann kommen wir wieder ins Spiel und dann prüfen wir wieder unsere Regeln. Von daher haben wir eigentlich keine Performance-Einbußen, wenn wir mit dem Tool arbeiten. Wenn wir Fehler finden, dann können wir uns die sofort visuell in unserem Assistenten anzeigen lassen und die fehlerhaften Bauteile dann eben ja, in einer Liste in unserem Assistenten, aber auch natürlich im Revit-Modell selbst darstellen lassen. Und dann können wir die Fehler entweder in unserem Tool, in unserem Assistenten lösen oder wir lösen sie einfach direkt im Revit. Hier sehen Sie mal, wie das Ganze aussieht im Revit. Wir haben hier unten rechts im Revit diesen Assistenten. Den kann ich nehmen, den kann ich verschieben, den könnte ich auf den zweiten Bildschirm legen, den könnte ich oben links hin machen, wo ich das Ding haben möchte. Und Sie sehen hier, es gibt eben so solche Art Kuchenstücke. Und wenn das Ganze hier orange ist, dann heißt es, dass hier ein Fehler gefunden worden ist. Und dann kann ich hier direkt draufklicken, könnt ihr mir die Fehler anschauen. Und wenn ich die behebe und unser Tool keine Fehler mehr findet, dann wird das Ganze grün und dann bin ich safe und kann schön weiterarbeiten, bis vielleicht wieder etwas rot wird und ich dann wieder einen Fehler gefunden habe, den ich gleich beheben kann. Wenn ich jetzt auf dieses orangene Feld klicken würde, dann würde sich hier dieses Fenster öffnen. Und wir sehen, auf diesem einen Kuchenstück sind jetzt hier insgesamt 3 Regeln hinterlegt, die eben jemand gebaut hat. Und dann kann ich mir hier unten nochmal die Regel durchlesen, wie diese beschrieben ist. Es gibt nochmal hier die Möglichkeit, auf so einen Link zu klicken. Das könnte jetzt auch ein Dokument sein, das auf einem Server liegt, wo vielleicht nochmal eine Modellierungsregel beschrieben ist. Und auf der rechten Seite sehe ich dann eben meine fehlerhaften Elemente und in Rot sehe ich dann eben die Zeilen, die nicht richtig sind. Also bei dieser Regel wird jetzt beispielsweise geprüft, ob die Wände mit den Rohbauebenen verbunden sind. Und hier sehen wir, die Wand ist mit Fertigfußboden und Fertigfußboden verbunden, deshalb ist es beides rot.
Bei der zweiten Wand ist die Unterkante mit der Oberkante Rohdecke verbunden. Das ist richtig, darum ist es nicht rot. Und hier ist es wieder das erste OG-OK-Fertigfußboden. Wir prüfen mit der Regel aber auch gleichzeitig, ob jetzt Versätze an der Wand dran sind. Die möchten wir auch nicht in solchen Modellierungsregeln haben. Man versucht eigentlich möglichst ohne Versätze im Revit zu arbeiten. Geschossweise und ohne Versätze. Und dann sehen wir hier bei den letzten beiden Ebenen, hier sind die Bezüge richtig, aber hier sind eben Versätze drin und deshalb wird es hier wieder rot dargestellt. Ja, was können wir alles prüfen mit unserem Tool? Wir haben hier im Moment 4 verschiedene Regeln angelegt, mit denen wir eben unser Modell auf verschiedene Arten überprüfen können. Das erste ist die Parameterprüfung. Das ist so für mich das Herzstück, würde ich behaupten. Damit kann ich, ja, ich würde behaupten, 90% der Prüfregeln, die wir so prüfen können, eben abdecken. Da werde ich gleich genauer drauf eingehen. Es gibt eine Brandschutzprüfung, also eine Regel speziell für den Brandschutz. Dann haben wir die Möglichkeit, Wandschichten in Abhängigkeit des Raumes zu prüfen. Ich könnte zum Beispiel sagen, prüfe alle Wände, die einen Raum berühren, der Nass- oder WC- oder Nassraum heißt oder so, und könnte dann prüfen, ob gewisse Wandschichten dort enthalten sind. Da muss dann vielleicht eine Sperrschicht oder irgendeine Isolationsschicht beispielsweise da sein. Und wir haben die Möglichkeit, die Ausrichtung von Elementen gegen ja gewisse Himmelsrichtungen zu prüfen. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein und zeige Ihnen dort ein, zwei Bilder. Hier sind jetzt mal so ein paar Beispielregeln. Ich könnte zum Beispiel prüfen, dass Parameter aus einer genehmigten Liste stammen müssen. Das ist eine Liste, die könnte ich händisch anlegen. Da kann ich aber auch eine Excel-Datei importieren bzw. verlinken. Zum Beispiel könnte ich sagen, prüfe, ich trage alle meine genehmigten Raumnamen in eine Liste ein. Und wenn ein Raum dann anders heißt als in dieser Liste, dann bekomme ich einen Fehler angezeigt. Es muss jetzt aber nicht der Raumname sein. Das könnte auch der Servicetyp von irgendeinem TGA-Bauteil sein. Wir können Nummerierungen prüfen, ob die ein bestimmtes Format oder einer bestimmten Syntax entsprechen. Zum Beispiel könnte ich sagen, hier alle meine Türen oder Räume müssen x.xx heißen, wobei x jetzt halt immer irgendeine Zahl ist, also 1.04 oder so. Und wenn ein Raum anders heißt oder eine Tür eine andere Nummer hat, dann bekomme ich einen Fehler. Wir können Typenbezeichnungen prüfen. Ich könnte sagen, ich möchte in meinem Projekt, dass alle Wände die Wandstärke in Zentimeter angegeben ist und nicht in Millimeter oder andersrum. Und wenn ich dann eben hier 250 stehen habe, ich aber gesagt habe, ich möchte die Wandstärke in Zentimeter, dann würde ich einen Fehler angezeigt bekommen. Wir können Ebenenbezüge prüfen. Das hatte ich gerade bei dem Beispiel vorher gezeigt. Also eine Wand, eine tragende oder eine Rohbauwand soll von OK-Rohdecke bis Unterkante Rohdecke gehen. Möbel sollen auf Fertigfußbodenebenen stehen und Räume sollen auch mit bestimmten Ebenen verknüpft sein. In der TGA kann ich Mindestgefälle bei Rohren prüfen. Ich kann prüfen, ob Heizungsrohre gedämmt sind. Den Brandschutz hatte ich schon gesagt und eben diese Himmelsrichtungen. Hier mal so Beispiele aus der TGA. Zum Beispiel sage ich, ich möchte prüfen, ob der Servicetyp an allen Kabeltrassen ausgefüllt ist. Oder wenn ich ein Heizungsrohr zeichne, dann sollte es kein Kunststoffrohr sein, sondern ein Kupferrohr. Und wenn jemand das aus Kunststoff einzeichnet, bekomme ich einen Fehler. Meldung dargestellt. Hier sehen wir unsere Brandschutzprüfung. Ich kann prüfen, ob meine Brandschutzwerte aus einer genehmigten Liste kommen. F99 gibt es nicht. Da müsste jetzt F90 oder F60 zum Beispiel stehen. Oder Sie sehen hier an der Seite, ich habe eine Wand, eine Brandschutzwand, aber die Türen und die Fenster, die dort enthalten sind, haben keinen Brandschutz. Damit bekomme ich auch eine Meldung. Oder hier gibt es auch, wir haben hier Levelunterschiede eingebaut. Wir könnten sagen, F90 ist Level 1, F60 ist Level 2 und F30 ist Level 3 und könnte dann sagen, okay, das darf immer nur ein Levelunterschied sein. Also wenn das jetzt hier T60 und F60 wäre, wäre das kein Fehler. Das ist aber optional. Ja, und so können wir eben hier diese verschiedenen Fälle prüfen. Das wäre die Brandschutzprüfung. Und zu guter Letzt hier in meiner Folie habe ich noch die Nordausrichtung. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel prüfen, ob bestimmte Elemente nach einer bestimmten Himmelsrichtung ausgerichtet sind. Zum Beispiel interessant für Solarpaneele oder Ticketautomaten der Deutschen Bahn. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie auch mal vor so einem Ticketautomaten gestanden sind oder vor einem Bankautomaten, dass man die ganz schlecht lesen kann. Da könnte ich jetzt eben sagen, okay, so ein Automat muss auf eine spezielle Himmelsrichtung ausgerichtet sein, damit man den gut ablesen kann.
Ja, das war es mal so ein bisschen in meiner PowerPoint. Ich möchte jetzt mal live einsteigen und Ihnen zeigen, wie man das so anwendet und ja, wie ein Konstrukteur jetzt mit diesem Tool eben arbeiten könnte. Und im Nachgang möchte ich Ihnen dann noch zeigen, wie ja, auch ein Konstrukteur oder vielleicht der Koordinator im Büro selbst solche Regeln erstellen kann. Und dafür springen wir jetzt raus aus der PowerPoint. Und gehen Alex, vielleicht ganz kurz zwischenrein eine Frage, ob es auch für frühere Revit-Versionen geht. Ich denke, da können wir oder kann ich auch antworten, dass es erst seit 1.8., also jetzt seit ein paar Tagen erst taufrisch raus ist, unser Modellprüfungstool, und auch nur für die Version 2021 aktuell funktioniert. Genau. Also wir haben das im Moment nur fürs Revit 2021 zur Verfügung. Okay. Gut, ja, Sie sehen, ich bin hier auch im Revit 2021 schon in der Punkt 1er Version drin und habe hier unser neues Übungsbeispiel im Revit geöffnet. Das ist das Sophistic-Hauptgebäude, das neue. Und hier möchte ich Ihnen das Ganze jetzt eben einmal zeigen. Also ich bin jetzt der Konstrukteur, ich komme vielleicht in der Früh ins Büro, öffne mein Modell und dann könnte ich in die Registerkarte MUM wechseln. Und hier sehen Sie jetzt die Befehle für die MUM-Modellprüfung. Und dann würde ich das Ganze jetzt hier mal starten, die permanente Analyse. Und dann sehen Sie, erscheint schon hier dieses Rad und das hat jetzt einmal ganz schnell durchgerechnet und ich habe hier einige Fehler drin. Ich kann, wie gesagt, diesen Assistenten nehmen, ich kann den verschieben, wo ich ihn gerne hätte. Ich kann es auch größer und kleiner machen. Dann machen wir es wieder ein bisschen kleiner. Und wenn ich hier drüber fahre, kann ich jetzt mit dem Mausrad hier über diese einzelnen Aufgabengruppen drüber fahren, die eben ja der Koordinator hier festgelegt hat. Und die möchte ich jetzt mit Ihnen mal durchgehen. Sie sehen, das ist alles rot, also überall sind Fehler vorhanden. Und jetzt gehen wir mal hier in diese Aufgabengruppe rein auf Ebenenbezüge Rohbau. Und dann klicke ich hier rein. Und dann sehen Sie, habe ich jetzt hier links insgesamt 4 Regeln drin stehen, die ich hier durchgehen kann. Unten habe ich immer jeweils die einzelnen Regeln beschrieben. Und hier ist jetzt nochmal ein Link auf unsere Website. Könnte ich draufklicken, komme ich auf die Webseite. Ja, das ist die Regel, die ich vorher schon in der PowerPoint gezeigt habe, wo es um die Ebenenbezüge von meinen Wänden geht. Also ich prüfe hier, ob Rohbauwände, also alle Mauerwerks- und Stahlbetonwände mit den richtigen Ebenen verknüpft sind. Also Unterkante mit der Oberkante Bodenplatte-Ebene oder der Oberkante der Rohdecke. Und die Oberkante ist dann eben mit der Unterkante der Rohdecke verbunden. Jetzt sehe ich hier die Fehler und wähle mir hier mal die erste Wand aus. Ich sehe, das ist eine Stahlbeton-25-Wand und die hat hier die Abhängigkeit unten und einen Versatz drin. Das ist beides falsch. Und jetzt könnte ich sagen, okay, ich möchte das mal zoomen und ausgewählt haben. Und dann klicke ich hier auf das Auge und dann wird die MUM-Ansicht geöffnet. Und dann sehen wir hier das fehlerhafte Bauteil. Wenn ich es abwähle, sehen Sie, dass es auch nochmal in Orange hervorgehoben ist. Ja, was mir hier sehr gut gefällt persönlich, ist, dass es hier so schön aufgeschnitten wird. Also das Geschoss wird mir aufgeschnitten. Und von der Seite, wo ich jetzt auch drauf schaue, sehen Sie, wie hier die Bauteile transparent sind. Dann habe ich das immer sofort im Blick, das Element. Und jetzt kann ich das nochmal auswählen. Und hier sehen wir diese falschen Eigenschaften, die wir auch gerade in unserem Tool gesehen haben. Das Fenster hat sich hier so runtergeklappt. Das kann ich hier auch händisch machen. Ja, und jetzt beheben wir mal den Fehler und sagen, okay, die Wand ist jetzt mit der Oberkante der Rohdecke verbunden und der Versatz unten sollte hier auch auf 0 stehen. Und dann sehen Sie hier, rechnet das Tool ganz schnell durch und jetzt gehe ich hier wieder rein und wir sehen, dieser eine Fehler ist jetzt weg. Jetzt sehe ich hier bei denen, das sieht alles sehr ähnlich aus. Ich wähle mal hier mehrere Elemente an und gehe wieder auf das Auge. Und dann sehe ich jetzt hier, ah, das sind hier die Wände vom Dachrandabschluss. Und das ist jetzt halt hier vielleicht eine Ausnahme. Die habe ich jetzt nicht genau in meiner Regel eingebaut. Die sind jetzt einfach mit anderen Ebenen verbunden, weil es einfach der Dachrandabschluss ist. Dann kann ich jetzt aber hier diese Elemente nehmen und könnte hier unten auf die Glühbirne gehen und kann sagen, okay, diese Meldungen möchte ich ausblenden, die möchte ich ignorieren. Die sind aber nicht weg. Ich kann die natürlich hier wieder sichtbar machen. Da sind auch schon ein paar andere drin. Das hatte ich vorher vorbereitet. Ich kann es Ihnen hier nochmal zeigen. Hier sind zum Beispiel 3 so Schachtwände, wo ein Schacht modelliert worden ist. Da hat man jetzt nicht extra Ebenen für gemacht. Das ist auch okay so. Dort ist halt hier ein Versatz drin. Das ist okay. Und dann hat man das hier ausgeblendet.
Und Sie sehen das auch hier in diesem Symbol. Das ist hier das Grüne hier bei den Stützen. Da gab es überhaupt keinen Fehler. Und hier sind jetzt keine Fehler vorhanden. Ich habe aber was ausgeblendet. Und deshalb ist es hier nochmal so rot hinterlegt in so einem Farbverlauf. Genauso übrigens wie hier bei den Geschossdecken. Gut, ja, ich habe auch hier bei den Räumen nochmal Fehler. Idealerweise sagt man eigentlich, ein Raum, so ein Architekturraum, der geht vom Oberkante Fertigfußboden bis zur Unterkante der abgehängten Decke oder eben bis zur Unterkante der Rohdecke. Und hier sehen Sie einen Fehler, der passiert mir heute noch häufig. Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren mit dem Revit und gefühlt bei jedem zweiten Raum passiert mir dieser Fehler hier. Das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Hier muss ich jetzt allerdings aufpassen. Sie wissen, denke ich, alle Räume können wir im Revit in 3D nicht anzeigen lassen. Ich sehe, der Raum ist im ersten OG. Dann wechsle ich mal hier in das erste OG rein und sage hier jetzt noch zusätzlich, ich möchte den bitte in der aktuellen Ansicht gehighlightet haben. Und dann zeigt er mir das eben hier im Grundriss an, weil im 3D hätte er mir das nicht gezeigt. Und hier sehen Sie jetzt, der Raum ist mit dem ersten OG verbunden und die Oberkante ist auch das erste OG. Also erstmal hat der Raum eine Höhe 0 und dann wird hier mit einem Versatz gearbeitet und jetzt gesagt, der Raum ist 3,90 Meter hoch. Es ist aber eigentlich schöner und besser und strukturierter, wenn Sie die Oberkante und Unterkante jeweils mit der richtigen Ebene verbinden. Und deshalb gehe ich hier hin und sage, okay, der Raum ist mit dem ersten OG der Unterkante abgehängten Decke verbunden. Und dann kann ich den Versatz hier auch auf 0 stellen. Und schon wieder hat es durchgerechnet. Sie haben es vielleicht ganz kurz gesehen. Und der Fehler hier ist behoben. Und bei diesem Raum, dort ist jetzt der Raum mit der Oberkante der Rohdecke verbunden und nicht mit der, mit der Oberkante Fertigfußboden. Dann können wir uns das auch noch kurz anschauen. Dann sehen Sie hier den Raum, Oberkante Rohdecke. Das kann ich jetzt hier im Revit nicht bearbeiten, deshalb nehme ich jetzt den Raum. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schneide den jetzt einfach aus, gehe in meine Fertigfußbodenansicht. Hier müsste er jetzt wieder abgesetzt werden. Und dann gehe ich hier über Ändern, Einfügen und sage, ich möchte den an der aktuellen Ansicht ausgerichtet haben. Und jetzt sehen Sie, ist der Raum hier mit der richtigen Ebene verbunden, von Fertigfußboden bis Unterkante Rohdecke. Ich möchte aber keinen Versatz haben. Achso, stellen wir auf 0. Und dann sollte auch dieser Fehler behoben sein. Ah, nee, ist er nicht. Da muss ich nochmal kurz schauen. Dann sagen wir hier nochmal, er soll sich nochmal regenerieren. Dann lädt er das Ganze nochmal neu rein. Und dann hat er ihn aber immer noch da. Dann machen wir es anders. Ich könnte jetzt auch hier den Raum nehmen. Vielleicht war es jetzt durch das Kopieren. Das war ja der Raum 0121, dann lösche ich den raus und sage nochmal, ich möchte einen Raum platzieren und ich mache aber keinen neuen Raum, sondern ich wähle den aus, den ich gerade hier hatte. Ah nee, den 15er brauche ich. Dann nehmen wir den 15er Raum hier und hier sehen Sie, das macht Revit immer automatisch. Er will den jetzt wieder mit dem Fertigfußboden verbinden und hier den Versatz eintragen. Da denke ich selber oft nicht dran. Und deshalb ja, finde ich das wirklich super, dass wir hier so Unterstützung bekommen. So, jetzt haben wir den drin und jetzt sollte der behoben sein. Das ist jetzt der Raum, den habe ich jetzt fälschlicherweise gerade gemacht. Das ist jetzt ein nicht platzierter Raum. Sie sehen, der hat jetzt keinen Wert und keine Fläche. Dann nehmen wir den jetzt einfach und blenden den mal aus. Und jetzt sehen Sie, ist hier alles grün und auch unser Kuchenstück hier ist jetzt auch auf grün. Würde ich jetzt wieder einen Fehler einbauen, dann wird es natürlich wieder rot werden. Gut, das waren also die Ebenenbezüge. Schauen wir weiter. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Typenbezeichnungen, auch finde ich auch sehr spannend. Ich hatte das erklärt mit den Wänden. Ich möchte hier die Wände, die Typenbezeichnung in Zentimeter angegeben haben. Hier sehen Sie aber, die Breite der Wand ist 0,3 Meter, also 30 Zentimeter. Aber der Name ist in Millimeter angegeben, STB 300. Das möchte ich nicht. Ich möchte in meinem Projekt, dass alle Wände in Zentimeter angegeben sind. Und dann picke ich mir mal eine STB 300er Wand hier raus und kann jetzt hier auf Typ bearbeiten gehen. Hier sehen Sie, alle anderen Wände sind eben in Zentimeter angegeben. Da hat sich jemand vertan. Und dann sage ich hier, okay, ich möchte das hier aber bitte als STB 30.0 stehen haben. Und weil das eine Typeneigenschaft ist, sollten jetzt alle Fehler auf einmal verschwunden sein.
Und ich könnte es natürlich auch sagen, ich möchte die Wände in Meter angegeben haben oder in Millimeter. Also wie Sie das gerne möchten, kann man sich das bauen. Alex, diese Prüfungen, die du da drin hast, kannst du uns vielleicht mal kurz erläutern, was da schon mitgeliefert wird von uns? Und mehrere Teilnehmer haben gefragt, ob ich auch selber mir Regeln definieren kann und die bestehenden auch umändern kann. Ja, also wir haben jetzt wenn Sie das Tool installieren, haben wir dort diverse Funktionsbeispiele mit eingebaut. Das sind kleine Revit-Beispiele, die wir gemacht haben. Und zusätzlich haben wir dafür die passenden Regeln gebaut, um eben ja unsere Mini-Beispiele in Anführungsstrichen prüfen zu können. Und wir haben noch ein größeres Beispiel gebaut, wo einfach mal ganz viele Regeln reingelegt sind. Und dann können Sie das dort testen mit unseren vordefinierten Regeln. Und Sie können natürlich die Regeln, die wir haben, nehmen und können sie anpassen und auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Also wenn bei Ihnen die Ebenen ein bisschen anders heißen, ist das kein Problem. Dann können Sie unsere Regeln nehmen und die einfach umbauen. Das kann ich auch später nochmal zeigen, wenn ich dann in den Dialog reingehe. Gut, hier nochmal ein ähnliches Beispiel. Sie sehen, ich prüfe hier, ob die Fenster diesmal in Millimeter beschrieben sind. Und wenn wir hier mal schauen, das Fenster hat eine Breite von 7,46 Meter und eine Höhe von 2,40 Meter. Aber hier die Angabe in Millimeter stimmt nicht. Das müssten ja hier dann 7460 sein und 2400. 2400 haben wir, aber der vordere Wert, die Breite stimmt nicht. Das ist natürlich ärgerlich, wenn ich so einfach meinen Standard nicht einhalte und einfach gewisse Regeln später vielleicht nicht durchführen kann, wenn es vielleicht später um LV-Zuweisungen geht oder ich solche Regeln später einfach wieder oder die auf die Namen angewiesen bin, dass die richtig sind, damit ich da später weiterarbeiten kann. Deshalb gehe ich auch hier nochmal rein und benenne das Ganze um. Also hier sehen wir es auch nochmal. Die Breite ist 7,46 Meter, im Namen steht aber 7471. Dann benennen wir das Ganze hier um. 7460, 7460. Und dann haben wir jetzt hier den Namen geändert. Und es hat schon wieder durchgerechnet und wir sehen, alles ist grün. Bei den Türen gab es keinen Fehler. Sehr gut. Dann drehen wir uns weiter. Namen und Nummerierungen. Hier geht es um die Türnummerierung. Hier wird einfach geprüft, ob Türen ein bestimmtes Format einhalten. Also T-XX-XX-XX. Und das X steht halt immer für eine Zahl. Und hier sehen Sie, da fehlt ein Unterstrich, da ist ein Minus drin an der zweiten Stelle. Und gucken wir uns das mal an. Und hier sehen wir die Tür. Hier ist die Nummer. Ich könnte das jetzt wieder hier in den Eigenschaften vom Revit anpassen. Ich kann aber auch hier in unser Tool reingehen und könnte jetzt hier das Ganze abändern. Jetzt sehen Sie, ich habe hier einen Unterstrich reingemacht, der ist hier nur nicht da. Jetzt klicke ich auf Speichern in unserem Tool und hier hat sich's geändert in den Eigenschaften und hier ist das Ganze verschwunden und auf grün. Raumnamen, auch sehr gut, finde ich. Das war die erste Regel, die ich erzählt hatte, was wir haben, dass wir Werte aus einer Liste abrufen oder abprüfen können. Und hier haben wir wieder Räume, wo die Raumnamen scheinbar nicht mit der Liste übereinstimmen. Die Räume sind alle im EG und wir wissen ja, Räume können wir nur im Grundriss darstellen, nur nicht in 3D. Also muss ich hier nochmal auf die aktuelle View gehen. Und dann sehen wir hier, diese drei Räume sind fehlerhaft. Der Raum hier Büro mit UE geschrieben. Dieser Raum heißt einfach nur Raum. Und hier oben haben wir nochmal ein WCM für Männer, aber der Vorraum hier heißt WCH für Herren. So, jetzt kann ich auch hier wieder entweder im Revit hier einfach reingehen und das Ganze anpassen. Dann sollte der Fehler hier schon verschwunden sein. Ich kann aber auch in unserem Tool das Ganze machen. Und wenn ich eine Liste hinterlegt habe, kann ich jetzt doppelt reinklicken. Und hier sehen Sie jetzt alle genehmigten Werte, die ich verwenden darf. Und dann sagen wir hier, das ist Büro 2. Und diesem Raum sagen wir, das ist vielleicht der Flur. Und dann gehe ich auf Speichern. Und dann wird es auch wieder grün verschwindet. Sie sehen, das Rad ist unten wieder grün. Und dann prüfen wir mal, das war ja der Raum, der heißt jetzt Flur. Und der hier hinten heißt jetzt Büro 02 mit Ü anstatt UE. Gut. Ja, letzte Regel, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich überziehe vielleicht ein bisschen, aber ich hoffe, das verzeihen Sie mir.
Also ich sind fast noch alle am Start, Alex, deswegen denke ich, ist kein Problem, wenn wir einfach ein bisschen länger machen. Sehr gut. Gut, letzte Regel oder Aufgabengruppe IFC-Export. Auch eine wichtige Geschichte für den Open-BIM-Workflow. Möchten wir natürlich gute IFCs rausschreiben. Und eine wichtige Sache beim IFC ist, dass wir die Gebäudegeschosse richtig angeben. Im Revit habe ich ja Oberkante Rohdecke, Oberkante Fertigfußboden, Unterkante Rohdecke, diese ganzen Ebenen, die ich fürs Modellieren brauche. Aber im IFC möchte ich das nicht. Im IFC möchte ich eigentlich immer nur pro Geschoss eine Ebene haben. Und in der Regel nimmt man dort die OKA-Rohdeckenebenen. Die sollten immer als Gebäudegeschoss definiert sein. Und hier sehen wir jetzt, dass das erste OG-Fertigfußboden auch als Gebäudegeschoss definiert ist. Dann schauen wir uns das auch mal an. Und ich gehe in die Ansicht Süd und sage, zeig mir doch mal bitte hier diese Ebene an. Und dann wird die mir hier markiert. Und wir sehen, erstes OG-Fertigfußboden hat er mir ausgewählt. Und hier der Haken bei Gebäudegeschoss ist drin. Wie gesagt, der ist eigentlich für das IFC da. Und ich will das erste OG-Fertigfußboden dann nicht drin haben. Also Haken raus. Ich gucke hier wieder rein und der Fehler ist behoben. Und dann haben wir nochmal einen letzten Punkt beim IFC. Sie kennen das vielleicht. Wir können Bauteile im Revit überschreiben, damit die im IFC richtig rausgeschrieben werden. Und hier gibt es anscheinend ein Element, wo ich mich verschrieben habe. Und das schauen wir uns mal an. Und es gibt hier im Modell einen Aufzug und der ist im Revit die Kategorie Sonderausstattung. Und der würde jetzt, wenn ich den ins IFC exportiere, nicht als Aufzug erkannt werden. Und deshalb können wir uns diesen IFC Export As Parameter anlegen. Und dann kann man hier eben sagen, IFC Transportelement, Punkt. Und der Typ ist Elevator. Und hier sehen Sie, habe ich einfach beim Elevator das R vergessen. Und das könnte ich jetzt auch wieder entweder hier ändern. Aber wir haben hier eine Liste hinterlegt. Das heißt, auch hier kann ich wieder reinklicken. Und dann geht hier eine Liste auf mit allen zulässigen Werten, die ich eben fürs IFC eintragen kann. Dann suche ich jetzt mal hier nach Elevat und dann sehen wir schon Elevator. Und dann nehmen wir das, übernehmen, speichern es und zack, ist das Ganze auch auf grün und wir haben den Fehler behoben. Und wenn ich jetzt irgendwie ein anderes Element nehmen würde, ich wähle mal ein Fenster aus und schreibe hier rein IFC Door. Aber verschreibe mich und vergesse das R. Dann sehen Sie, wird das Ganze wieder gerechnet und es wird mir hier wieder sofort erkannt. Ja, so können wir also als Konstrukteur diese Regeln überprüfen und durchführen und ja, eben möglichst eine hohe Modellqualität erreichen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie wir selber so eine Regel bauen können. Und zeigen möchte ich Ihnen das am Beispiel von dem Ebenenbezüge Rohbauwände. Wie ich also so eine Regel bauen kann. Alex, darf ich vielleicht ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Du hast das jetzt anhand von einem Architekturbeispiel gezeigt. Meinst du oder denkst du, ist es auch machbar, dass man das Ganze in der Gebäudetechnik oder auch im Ingenieurbau wie bei Brücken oder Tunneln einsetzen kann? Ja, auf jeden Fall. Also hier sehen Sie, das ist jetzt eins unserer Mini-Beispiele, das wir für die TGA gemacht haben. Und da hatte ich ja diese TGA-Regeln gezeigt. Also zum Beispiel prüfe, ob Abwasserrohre ein Gefälle größer 0,5% haben. Heizungsrohre sollen gedämmt sein. Je nachdem, was ich für ein System zeichne, ist es eine Heizung, ist es ein Abwasser, Frischwasser oder so, muss es ein passendes Material haben. Sowas können wir prüfen. Ich könnte auch Ebenenbezüge anstatt bei Wänden für Luftkanäle oder Kabeltrassen prüfen. Ich kann prüfen, ob der Servicetyp bei Kabeltrassen ausgefüllt ist. Also ja, das können wir auch alles prüfen. Und in der Tragwerksplanung oder im Structure-Bereich natürlich genauso. Könnte ich sagen, okay, prüfe, ob bei bestimmten Wänden eine bestimmte Bewährungsüberdeckung vorhanden ist oder ob bestimmte Elemente mit bestimmten anderen Elementen verbunden sind. Also das geht auch mit den anderen Gewerken sehr gut. Also ich denke, wir haben da eine Vielzahl an Möglichkeiten, Prüfungen zu erstellen und wenn, da Sie die selber ja auch anpassen können oder erzeugen können, wie uns Alex, glaub, du willst jetzt noch kurz zeigen, wie das funktioniert, haben wir da wirklich eine sehr große Möglichkeit, diese Regeln auch anzupassen auf die verschiedenen Gewerke. Genau. Vielleicht kurz noch, bevor ich hier in das Konfigurieren reingehe. Sie sehen hier Ausführen. Ich habe hier die Möglichkeit, meine Regeln abzulegen.
könnte hier reingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt eine bestimmte Regel prüfen, zum Beispiel nochmal hier die Rohbauwände oder ich möchte jetzt die Ebene in Bezug von Türen überprüfen und habe jetzt die Möglichkeit, hier Regeln eben händisch zu prüfen. Also wenn das Tool gestoppt ist, könnte ich das auch immer hier händisch machen und sagen, jetzt möchte ich prüfen, ob die Tragwerkstützen alle richtig sind und dann wird mir das Ganze überprüft. Und jetzt möchte ich prüfen, ob die Türen alle richtig sind und dann wird mir das hier überprüft. Also so können wir auch manuell prüfen, wenn Sie möchten. Gut, jetzt aber, wie kann ich mir so eine Regel bauen? Ich bin jetzt hier als Admin angemeldet. Ich darf Regeln erstellen. Das können wir eben definieren. Und deshalb kann ich hier in das Konfigurieren reingehen. Und jetzt sehen Sie hier Beispielprojekte MUM. Das sind die Beispiele, die wir bis dato mitliefern mit unserem Tool. Also hier gibt es Beispiele für die Ebenenbezüge, für den IFC-Export, für die Nummerierungen, Beispiele für die TGA und so weiter. Und hier ist unser größeres Beispiel, das wir mit dabei haben. Und es gibt auch Vorlagen, die haben wir hier unten drin. Die sind dann auch alle eben mit dabei. Und ich lege mir jetzt ein neues Projekt an und nenne das einfach mal Übung, Regel bauen. Kunde, ich trage einfach mal hier meinen Namenskürzel ein, AS, und durch einen Doppelklick, sehen Sie, bin ich jetzt hier in diesem Projekt drin. Und was muss ich jetzt machen? Ich möchte jetzt eben prüfen, ob alle Mauerwerks- und Stahlbetonwände mit bestimmten Ebenen verbunden sind. Also muss ich jetzt erstmal alle Mauerwerks- und Stahlbetonwände aus dem Modell rausfiltern. Und das mache ich in der zweiten Registerkarte in den Elementgruppen. Ich lege mir hier eine neue Elementgruppe an und nenne die jetzt zum Beispiel Rohbauwände MW, STB. Und in dieser Elementgruppe gibt es jetzt einen Filter. Den nenne ich jetzt auch einfach mal nur Rohbauwände. So, und jetzt muss ich praktisch sagen, okay, alle Wände, die Mauerwerk oder Stahlbeton sind. Und was mir hier extrem gut gefällt in unserem Tool ist, ich kann jetzt hier einfach oben auf dieses Pünktchen klicken oder auf diese drei Punkte und jetzt wähle ich mir irgendeine Wand aus. Das könnte jetzt auch eine Gipskartonwand sein, kein Problem. Ich wähle hier zum Beispiel eine Demo. Und jetzt, ich möchte jetzt prüfen, ob der Name eine bestimmte Bedingung erfüllt. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte jetzt nur alle tragenden Wände, dann könnte ich hier den Haken setzen. Oder ich möchte nur Wände, bei denen beim Brandschutz was ausgefüllt ist, dann klicke ich hier den Haken rein. Ich möchte aber den Namen überprüfen und kann hier einfach sagen Name. Und es ist egal, dass da jetzt Wärmedämmung drin steht. Das ist nur der Beispielwert. Jetzt klicke ich auf OK. So, und jetzt würde ich kann das testen, mit einem Doppelklick würde ich alle Wände finden. 288 Elemente. Es sind eben auch die Gipskartonwände unter anderem dabei. Ich möchte jetzt aber hier noch eine Bedingung festlegen und sagen, okay, der Name muss enthalten MW wie Mauerwerk. Dann finde ich jetzt nur noch 10 Elemente. Und ich möchte noch eine weitere Bedingung. Ich möchte auch Wände, wo STB im Namen enthalten ist. Also entweder MW oder STB. Und jetzt finde ich hier insgesamt 153 Elemente. Das sind jetzt also alle Mauerwerks- und Stahlbetonwände. Gehe ich mal auf Speichern. Jetzt haben wir also die Elemente gefunden. Und jetzt können wir unsere Regel definieren. Und dafür gehe ich in die Überprüfungen und lege mir hier eine neue Überprüfung an. Und die nenne ich Ebenenbezug Rohbauwände. Ich könnte eine Beschreibung eintragen. Diese Regel überprüft Wände auf die richtigen Ebenen zum Beispiel. Mache ich einen Link rein, wenn ich möchte, www.mum.de. Könnte jetzt, wie gesagt, auch ein Dokumentenpfad sein, den ich hier reinmache. Und jetzt wähle ich meine Regel aus. Und hier sind diese vier Regeln, die ich Ihnen vorher gezeigt hatte. Parameterprüfung, Brandschutz, Wandschichten und Ausrichtung. Und wir brauchen diese, ich sag mal, die Multifunktionsregel, die Parameterprüfung. So, wir wollen also mit der Parameterprüfung etwas prüfen, und zwar unsere Rohbauwände MW-STB. Das sind die, die ich gerade hier angelegt habe. Und jetzt definieren wir unsere Regel. Ich klicke hier rein. Ich sehe hier wieder die Eigenschaften von meiner Wand. Ich könnte jetzt auch hier nochmal auf die Punkte gehen und irgendeine andere Wand nehmen. Das spielt keine Rolle. Und jetzt möchte ich prüfen, ob die Abhängigkeit unten eingehalten ist und die Abhängigkeit oben und der Versatz unten soll 0 sein und der Versatz oben soll auch 0 sein. Also alles und Regeln. Also gehe ich hier oben auf und
Und ich möchte jetzt also prüfen die Abhängigkeit unten. Dann sage ich einfügen. Dann möchte ich prüfen die Abhängigkeit oben. Die muss ich hier nochmal suchen. Die möchte ich prüfen. Dann möchte ich eben auch noch prüfen, ob der Versatz unten 0 ist. Und ich möchte noch prüfen, ob der Versatz oben 0 ist. So, jetzt muss ich das hier noch kurz umstellen. Ich will hier die Zeichen überprüfen von meinen Ebenen. Und jetzt definiere ich die Regel. Da gehe ich nochmal auf Einfügen. Und jetzt sagen wir hier, okay, die Abhängigkeit unten enthält entweder, also hier muss ich jetzt die richtige Bedingung eintragen. Was ist richtig für meine Wand? Für meine Wand ist richtig, wenn die Abhängigkeit unten entweder Oberkante Rohdecke enthält oder im Kellergeschoss Oberkante BPL, Oberkante Bodenplatte. Wenn das bei Ihnen anders heißt, dann tragen Sie halt hier den anderen Wert ein von sich. Abhängigkeit oben, gleiches Spiel. Die Abhängigkeit oben enthält, Sie sehen, ich kann noch sagen, endet mit, beginnt mit, ist aus einer Tabelle und so weiter. Aber hier enthält ist sehr gut. Und Abhängigkeit oben sollte sein Unterkante Rohdecke. Und der Versatz unten sollte 0 sein und der Versatz oben sollte auch 0 sein. Dann sagen wir mal übernehmen, speichern. Und jetzt kann ich hier wieder mit einem Doppelklick meine Regel direkt überprüfen. Und Sie sehen, das sind jetzt hier alle Fehler, die ich gefunden habe. Die waren vorher auch da, die hatte ich halt vorher ausgeblendet gehabt. Hier ist mein Link, hier ist mein Regelbeschrieb. Und jetzt kann ich noch sagen, ich möchte das später im Modell sichtbar machen. Ich möchte vielleicht noch ein Bildchen hinzufügen. Nehmen wir hier mal so ein Wandbildchen. Und jetzt ist die Regel fertig. Und wenn ich die jetzt hier unten auf diesem Rad, auf diesem Assistenten haben möchte, dann kann ich mir hier unten links jetzt eine neue Aufgabengruppe anlegen. Die nennen wir mal Ebenen einfach. Und dann nehme ich jetzt hier oben meine Regel, ziehe die hier unten einfach rein. Und hier könnte ich auch noch ein Bildchen vergeben. Nehmen wir hier mal hier dieses Plus. Und könnte hier noch sagen, okay, folgende Elemente sind falsch. Und dann sagen wir speichern. So, und jetzt sind wir fertig. Jetzt habe ich die Regel hier gebaut. Dann gehen wir raus. Jetzt muss ich das einmal aktualisieren, regenerieren lassen. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier nur noch ein Kuchenstück mit diesem Punkt Ebenen. Wenn ich hier reinklicke, steht hier, diese Regel überprüft Wände auf die richtigen Ebenen. Und jetzt könnte ich hier wieder mir die Elemente anzeigen lassen. Genau. Ja, so einfach ist das Ganze. Wie gesagt, wir könnten auch hier jetzt theoretisch noch mit diesen Wertetabellen arbeiten. Hier sehen Sie die hinterlegte Excel-Tabelle für die IFC-Werte. Hier sehen Sie die hinterlegte Excel-Tabelle für die Raumnamen. Und dann können Sie sich diese Regeln hier ganz leicht selbst zusammenbauen. Ich könnte jetzt eben aus verschiedenen Projekten verschiedene einzelne Regeln nehmen, mir in einer neuen Prüfregel zusammenstöpseln und dann eben immer diese Dinge überprüfen lassen. Ja. Heißt, das Ganze ist jetzt nicht projektbezogen, sondern ich kann das auch immer auf neue Projekte dann wieder anwenden, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ich kann es auf neue Projekte anwenden. Ich könnte mir hier verschiedene Projekte für verschiedene Revit-Projekte anlegen. Ich habe vielleicht ein Projekt für einen öffentlichen Auftraggeber. Da will ich andere Sachen prüfen, als wenn ich, keine Ahnung, für die Deutsche Bahn arbeite oder für einen anderen Kunden. Und dann kann ich hier immer das Ganze durchwechseln. Und der User könnte auch hier auf dem Assistenten hier auf dieses gelbe Symbol in der Mitte gehen und dann kann er hier zwischen diesen verschiedenen Projekten wählen, sagt speichern und dann öffnet er halt dann hier das jeweilige Projekt dann hier raus. Super, vielen Dank, Alex. Hier sind noch viele, viele spezifische Fragen noch mit eingegangen, die kann ich jetzt leider der Zeit wegen nicht alle vorlesen. Ich würde sagen, alle Fragen sehen wir im Nachgang auch noch und haben die zur Verfügung und da werden wir dann auf Sie zukommen und entsprechende Fragen noch beantworten. Da geht es um IFC-Klassen und so weiter. Aber das wird jetzt hier in der Akademie einfach zu weit führen. Da kommen wir im Nachgang dann nochmal auf Sie zu. Genau, schreiben Sie uns gerne oder wir haben ja die Fragen, die können wir dann gerne beantworten und auf die offenen Sachen hoffentlich noch klären.
Genau, ja, super. Ich wäre soweit am Ende mit der Präsentation, Pascal. Mhm. Vielen Dank dafür, war sehr, sehr interessant. Und ich denke, für viele könnte das auch interessant sein, das Thema. Dann schalten wir mal zu mir zurück. Und ich würde Sie bitten, dass Sie mir vielleicht ein kurzes Feedback geben können zu dem Thema, wie Sie das Ganze fanden oder wie für Sie das Modellprüfungstool funktioniert hat. Wenn Sie da einfach kurz anklicken könnten, ob das was für Sie wäre, dass wir da mal wissen grob, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob wir da was modellieren oder was nicht mal was modellieren, was programmieren, was keinen Sinn macht, aber bei denen, die jetzt abgestimmt haben, ist auf jeden Fall das Feedback schon mal positiv, dass es für Sie hilfreich wäre, auf jeden Fall, oder 50-50 ziemlich auf jeden Fall oder kann helfen. Da bedanke ich mich vielmals für Ihre Teilnahme. Haben auch schon 90% teilgenommen. Super, vielen Dank. Dann habe ich noch zwei Punkte. Und zwar kam die Frage auch vorhin, ist der BIM Booster Modellprüfung im BIM Booster enthalten? Es ist so, dass es den BIM Booster als Komplettpaket geben wird oder gibt seit dem 1.8. mit Planung, Kalkulation und Modellprüfung. Die Modellprüfung gibt es auch einzeln zu erwerben. Wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie einfach auf Ihren entsprechenden Ansprechpartner zu bei Mensch und Maschine und wir beraten Sie da gerne und schauen, was für Sie das beste Paket wäre oder ist und was da für Sie am Ende am meisten Sinn macht. Wenn Sie das Komplettpaket benötigen, kriegen Sie es natürlich günstiger, als wenn Sie jedes Paket jetzt einzeln erwerben würden. Ja, dann vielleicht noch kurz Vorankündigung. Nächste Akademie geht es um kleine Tools, große Zeitersparnis, wie der BIM Booster die Ausführungsplanung unterstützt, Teil 2. Das ist dann der nächste Donnerstag, 13. August, 16 bis 16.30 Uhr. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich denke, Alex, das war ein super interessantes Thema. Es ist auch kaum einer rausgegangen während der Akademie, genau 2. Also denke ich, dass wir da an Nerv getroffen haben und da du eine sehr schöne Akademie gemacht hast. Ich bedanke mich bei dir und auch bei den Teilnehmern und dann wünsche ich gleich hoffentlich bald einen schönen Feierabend. Und Alex, danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank auch von mir. Auf Wiederhören. Danke, ciao, ciao.